Ich habe keine Ahnung, wer im Team von Rossmann diese Produkte entwickelt, aber you deserve eine Gehaltserhöhung. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Neuer Monat, neuer Rossmann-Neuheiten-Haul. Ich war eben bei Rossmann und habe Produkte gesehen, nach denen jemand gefragt hat. Aber warum weiß ich, aber ich muss sie euch zeigen, sie viral gegangen sind und ihr werdet mit dem Kopf schütteln, aber irgendwie ist es auch ganz spannend. Die Tüte ist voll und wir starten mit dem ersten und das ist das hier. Das habe ich mitgenommen, um es euch zu zeigen. Ich verlose das. Auch in diesem Video gibt es wieder eine kleine Verlosung, beziehungsweise ich gebe euch Produkte. Wenn ihr die richtige Anzahl an Emojis in diesem Video zählt und in die Kommentare schreibt und mir sagt, wie ich euch erreichen kann, dann packe ich euch ein schönes Paket, unter anderem auch mit vielen Neuheiten aus diesem Haul und aus dem letzten DM-Haul. Ich kaufe ja immer sehr, sehr viele Produkte, damit ich sie euch zeigen kann und habe einfach nicht diese Verwendung, alle Produkte wirklich aufzubrauchen. Einige kann ich immer spenden, aber nicht alles lässt sich spenden. Deswegen packe ich euch ein schönes Paket, unter anderem hiermit. Das ist das Trockenshampoo mit verführerischem Pfirsichduft. Und wer mich kennt, der weiß, Maxim liebt verlorene Kirsche. Maxim liebt den bitteren Pfirsich. Ich liebe alles, was nach Obst riecht. Ich bin gespannt. Es riecht nach Trockenshampoo mit Pfirsich. Womit haben wir sonst gerechnet? Nee, es riecht gut. Schauen wir mal, ich habe halt meine Haare nicht gemacht, ne? Ich freue mich so sehr, wenn ich graue Haare habe. Ich freue mich einfach so sehr drauf. Ich kriege ja schon einige. Aber das sieht schon ein bisschen gut aus, ne? Nein, okay. Also es riecht wirklich nach Pfirsich. Es ist recht weiß, aber ich muss dazu sagen, ich habe ganz viel Styling-Produkte mit drin, die natürlich dann auch so ein bisschen greifen. Ich lasse das jetzt mal kurz drin, setze die Mütze jetzt einfach gleich wieder auf. Es riecht wirklich gut nach Pfirsich, es hat aber immer noch diesen Trockenshampoo-Geruch, ist aber eine neue LE von Rossmann. Ich muss dazu sagen, Isana hat wirklich sehr, 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 sehr viele eigene Produkte wieder auf den Markt gebracht. Also es gibt mittlerweile nicht nur diesen Trendtower, sondern es gibt unzählige Orte, wo so Kleinigkeiten versteckt sind. Ebenfalls aus der Haarreihe auch das Juicy Peach Haarparfum. Das ist etwas, was ich eher benutzen kann. Oh, das riecht gut. Das riecht sehr gut. Das riecht nach Pfirsich, nach einem fruchtigen, ein bisschen wässrigen Pfirsich. Nicht wie so Pfirsich-Eistee, eher nach Pfirsich-Eis. So Pfirsich-Maracuja-Eis. Ein bisschen würzig, ein bisschen süßlich, ein bisschen säuerlich. Mag ich ganz gerne. Was ich mit Haarparfums immer mache, ist, ich sprühe mir die auf die Klamotten, um sie so ein bisschen zu entknittern. Das funktioniert eigentlich immer ganz gut und du hast dann zeitgleich natürlich auch noch so ein kleines Dufterlebnis mit dabei. Ich mag das Design Tatsache auch sehr gerne. Das erinnert mich immer, ich weiß nicht warum, aber ein kleiner Hintern. Ich habe das Gefühl, dass Rossmann auch ein bisschen mittlerweile mit den vier Buchstaben spielt. Wenn ihr euch, schaut euch bitte diese Pfirsiche an. Also gerade dieser Pfirsich hier. Das ist kein Pfirsich. Du hättest ihn auch von der anderen Seite zeigen können, oder? Und wir hätten immer noch gewusst, dass es ein Pfirsich ist. Apropos vier Buchstaben. Ich habe das gesehen und dachte, das ist ein Scherz. Ich habe wirklich gedacht, dass es ein Scherz ist, aber ist es nicht. Summer Vibes pflegende Po-Maske. Isana Po-Maske pflegt dein Po weich und geschmeidig. Das seidenweiche Tuchmaterial schmiegt sich hier sanft in die Kontur der Po-Backen an und sorgt für optimale Wirkstoffaufnahme. Die mit Pfirsichen bedruckte Tuchmaske. Mit der sommerlich frischen Wirkstoffkombination aus Hyaluron, Pfirsich und Kokosextrakt spendet der Haut intensive Feuchtigkeit und setzt dein Po mit der richtigen Pflege in Szene und genießt die ultimative Verwöhnung der Haut. Ich weiß jetzt nicht, wie groß sind. Ich habe die Befürchtung, dass sie auf mein Po nicht passen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand in irgendeinem Produktentwicklungsteam da saß und gedacht hat, so, wir bringen jetzt ein Produkt aus, weil alle das brauchen, eine Po-Maske. Sondern das ist so ein Produkt, das wird entwickelt, damit wir drüber reden. Und ich habe das Video gesehen, ist viral gegangen. Das ist natürlich ein absoluter Quatsch. Kein Hintern braucht eine Maske. Aber es ist ein Produkt, das nimmt man mit. Man macht das dann vielleicht doch. Ich weiß noch nicht, wie man es macht. Ich werde euch ein Update geben dazu. Ja, es soll, glaube ich, eher Spaß machen, als dass es eine Wirkung hat oder dass man das Gefühl hat, man müsste seinem Po jetzt auch noch eine Maske geben. Ich habe es jetzt mal mitgenommen, war ganz spannend. Karl Lagerfeld hat ein neues Parfum rausgebracht. Ich habe es schon hier auf der Hand. Es gab zwei verschiedene. Der eine war komplett leer und der andere war voll. Und ich habe erst den genommen, der so leer war, weil ich dachte, wenn der so leer ist, dann muss der gut sein. Ich glaube, der war aber nicht neu.
Und dann habe ich den gesprüht und ich finde den ganz, 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 ganz schrecklich leider. Das riecht wie so ein richtig, tut mir leid, billiger Duft. Der riecht wie 6,99 Euro. Und der kostet 25 Euro. Und auf der anderen Seite stand dieser Rouge-Duft. Und ich weiß nicht, ob das der neue ist oder nicht. Aber ich habe ihn hier auch schon auf der Hand gesprüht vor einer guten Stunde. Und der riecht immer noch. Der erinnerte mich erst, der erste Sprüher war ganz schlimm. Aber das ist oft so, weil dann dieser Alkoholduft erstmal durchkommt. Das ist bei sehr, sehr vielen recht günstigen Düften einfach normal, dass so der erste Duft erstmal nicht so schön ist. Der braucht 2 Minuten und dann ist dieser beißende alkoholische Duft weg. So, und jetzt erinnert der mich doch aber ganz stark an so eine Mischung aus, nee, eigentlich nicht nur unbedingt eine Mischung, aus diesem Black Opium Red Duft. Bisschen Kirsche ist mit drin, ein bisschen Amarena Kirschtorte. Ich glaube, Amarena Kirschtorte ohne die Sahne trifft es ganz gut. Ein bisschen würzig, ein bisschen fruchtig, aber von allem nicht zu viel. Also sehr reduziert, sehr schlicht. Riecht wirklich angenehm. Der Flakon sieht wirklich ganz süß aus. Ist rot mit so einer, das sieht aus wie so ein Halskrause. Karl Lagerfelds Emblem obendrauf. Erst riecht es sehr, sehr fruchtig. Erst riecht es wirklich so ein bisschen nach frisch geduschten. Ja, ist ein bisschen nach Lost Cherry auch. Und dann, aber so im Drydown wird es eher zu diesem Black Opium. Also das könnt ihr euch wirklich mal anschauen. Tester sollte mit dabei stehen. 24 Euro ist natürlich schon happig, muss ich dazu sagen. Aber ist, glaube ich, ein gutes, so ein Zwischending, so ein Alltagsparfum vielleicht. Dann habe ich mitgenommen von Schebens erstmal 10 Stück von meinen Koffeinkapseln. Ich habe sie endlich gefunden und ich musste sie jetzt einfach kaufen. Ich habe so einen ganzen Aufsteller genommen, auf die Kasse gestellt und mitgenommen. Ich finde sie nicht und ich möchte darauf nicht mehr verzichten. Bis Schebens dieses Produkt in Standardsortiment genommen hat und mir in einem Cremetiegel gebracht hat, habe ich 10 Stück mitgenommen. Das habe ich aber auch mitgenommen. Das sind die Augengel-Pads für extra lange Pads für mehr Ausstrahlung und Feuchtigkeit, vegan und soll bis zu 50% die Augenringe reduzieren. Da gab es sehr, sehr viele verschiedene. Ich habe jetzt hier Summer Glow. Das sieht jetzt nach Orange aus. Es gab Ananas, es gab Wassermelone, es gab Wasser. Ich glaube, die haben alle einfach nur eine andere Farbe und vielleicht einen anderen Duft. Aber auch da gebe ich euch ein Update. Die sind bei so sehr heißen Tagen eigentlich immer ganz gut. Das ist bei TikTok recht beliebt im Moment. Das ist ein Milky Moisturizer. Ein milchiger Toner mit 3% Glycerin und Hyaluronkomplex. Soll die Haut einfach mit Feuchtigkeit versorgen. Ist eine recht dickflüssige Textur, schon fast wie so ein Serum. Und soll wohl sehr gut sein. Ich habe das jetzt noch nicht probiert, aber so milchige Produkte mag ich persönlich eigentlich immer ganz gerne. Es ist nicht parfümiert, es fühlt sich sehr weich an, sehr feuchtigkeitsspendend. Ganz leicht klebrig wird es. Das haben diese feuchtigkeitsspendenden Produkte aber oft an sich. Aber das könnt ihr euch mal anschauen. Ich gebe euch da mal ein Update. Diese Isana-Komplex-Wirkstoff-Komplex-Reihe ist sehr, 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 sehr gut. Was ebenfalls mit durfte, sind zweimal diese Dinger hier. Das sind Raumdüfte. Danny hat mir das Go gegeben, dass wir oben im Gästebad einen Raumduft haben sollen, dürfen. Und wir haben oben einen von Ipuro Vanilla. Ganz schrecklich. Wirklich ganz eklig. Jetzt dachte ich mir, nehme ich mir einfach erstmal den hier von Domol mit. Das ist der Bourbon Vanille Raumduft. Ja, der riecht wirklich sehr, sehr vanillig. Aber ich habe noch einen anderen mitgenommen, weil ich bin ja auch so eine Tonka-Maus, ne? Tonka, da kann ich mich reinlegen. Und ist so lustig, ne? Ich habe doch neulich gesagt, sobald Jean & Len auch noch Zahnbürsten im Sortiment hat, gehört die Drogerie Jean & Len. Also ich würde wirklich gerne mal ein Business-Gespräch mit den Mäusen von Jean & Len oder wie auch immer ihr beiden heißt, haben. Wie kann es sein, dass hier innerhalb von 2 Jahren wirklich jede Kategorie in der Drogerie übernommen habt? Ihr habt mit Seife angefangen, jetzt sind wir bei Raumduft. Zahnbürsten oder Zahnpasta gibt es sogar auch. Ich habe das Gefühl, die ersten 17 Quadratmeter meiner Rossmann-Filiale sind Jean & Len Store geworden. Da konnte man nicht riechen, leider. Flakon in Schwarz. Also das ist natürlich jetzt sehr konzentriert. Aber, da kommt jetzt mein kleiner Parfümeur in mir raus. Ich kann mir vorstellen, dass man das sehr gut kombinieren kann hiermit. Ja. Ich habe es mir ein bisschen tonkiger vorgestellt. Es riecht sehr stark nach Kardamom. Und jetzt passt auf. Pass auf den Meter. Komm mal ran auf den Meter. Ich darf noch nicht zu viel sagen. Aber wenn ihr wüsstet, wie viele Muster bei mir hier gerade liegen und ich mich den ganzen Tag durchrieche und schaue und was ist gut, was ist nicht gut. So, und ich habe ja mittlerweile eine recht, muss ich dazu sagen, Eigenlob stinkt, aber manchmal auch nicht. Ich habe eine recht gute Nase entwickelt für verschiedene Noten, die mir persönlich gefallen und was ich gerne mag und was ich als ansprechend empfinde. Und es waren eigentlich immer eher die,
diese Weihnachtsmarktdüfte, dieses Süßliche so ein bisschen, aber auch dieses Würzige. Und ich habe auch hiervon noch nie was gehört und ich weiß, dass viele dieses Ding lieben werden. Wart ihr schon mal in einem teuren Restaurant, in einem teuren Spa, irgendwo, wo es nach... Es riecht so reich. Ich sage das immer ganz gerne, weil viele dann wissen, wonach es riecht. Heiß auf Aesop. Vergesst es. Werft es weg. Vergesst diesen Laden, wenn ihr diesen Duft mögt. Brooklyn Soap Company. Oudwood Santal. Das ist Aesop in der Flasche. Für ein Zehntel? Das riecht nach Zedernholz. Das riecht nach, du warst in einer finnischen Sauna. Hast eine Tüte voll mit verschiedenen Gewürzen, Nelken, 500-Euro-Scheinen. Es riecht einfach sehr, 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 sehr geil. Es erinnert mich sehr stark an das Barbershop-Deo, aber mit ein bisschen mehr Klasse. Das ist halt wieder so ein Herrending, ne? Pflegt Haut, Haar, Autoreifen, Sessel und deine Schuhe kannst du damit auch noch putzen. Ich habe es ehrlich gesagt einfach nur für den Duft mitgenommen. Warmer Oud, feiner Sandelholz und Patchouli, das macht das Ganze dann immer so ein bisschen runder. Wenn du nur Oud und Sandelholz zusammenpackst, riechst du halt wie so ein Holzfäller. Ist auch nice, aber du brauchst ein bisschen wieder so was Rundes. Ganz, 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 ganz toll. Das müsst ihr unbedingt, unbedingt riechen. Was ebenfalls neu ist, ist dieser Concealer hier. Den habe ich aber schon bei Look Fantastic gekauft. Das ist der True Match Concealer mit 1% Hyaluronsäure. Gibt es jetzt auch in der Drogerie. Das Füßchen ist sehr spannend. Das ist ja ein abgeflachtes Füßchen. Hat eine recht, ich sag mal, eine... Die Deckkraft ist nicht so meine. Für die Augen zumindest. Sehr, sehr weich, lässt sich sehr gut verblenden, aber trocknet auch sehr schnell an, ohne dass es so zu stark in die Fältchen kriegt. Man kann ihn gut aufbauen. Was ich damit sehr, sehr gerne mache, ist, ich benutze es als Foundation. Ne? Ähnlich wie diese Serum Foundation gibt es einfach so ein... Alles ein bisschen weicher, alles ein bisschen frischer. Ganz, 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 ganz fein. Und finde ich wirklich als Foundation besser als Concealer. Liegt aber einfach daran, dass meine Augenringe natürlich auch einfach kein Serum brauchen, sondern die brauchen einfach Wurms. Apropos Augenringe, es gibt auch noch etwas Neues aus der Wirkstoffreihe und da bin ich sehr gespannt, weil vielleicht bilde ich es mir ein. Ich weiß nicht, woran es liegt. Liegt es am Sonnenschutz? Liegt es an meiner Ernährung? Liegt es an meinen Lebensumständen, die ich jetzt gerade so ein bisschen probiere zu ändern, dass meine Augenringe besser geworden sind? Klar, es gibt auch Tage, da sehen die furchtbar aus, aber innerhalb der letzten Wochen deutlich besser geworden sind. Und ich habe es jetzt erstmal auf diese Kapseln von Schevens geschoben. Und da ist ja auch Koffein drin. Und jetzt gibt es aber noch das hier, das Isana Eye Serum mit 2% Koffein und 2% Guarana-Extrakt wirkt abschwellend und revitalisierend. Es sind aber auch noch 5% Betaine mit drin, die einfach dafür sorgen, dass die Haut nicht so schnell Feuchtigkeit verliert. Das Packaging ist wirklich super, super simpel. Du hast hier so eine ganz kleine Pipette. Das habe ich so auch in der Drogerie noch nicht gesehen. Ist eine recht dickflüssige Textur, hergestellt in der EU. Riecht nach nichts, ist sehr wässrig. Das muss ich probieren. Das hier, kleines Update dazu, das ist ja ein ähnliches Produkt aus der Wirkstoffreihe von Balea. Hier haben wir aber Vitamin C mit dabei, anstatt Guarana. Das ist abends sehr gut, unter Make-up funktioniert es leider nicht. Denkt daran, die Emojis gezählt zu haben, schreibt sie mir in die Kommentare und wie ich euch erreichen kann. Und ich sage Dankeschön, bis zum nächsten Mal.